So, ich habe jetzt 5 Minuten Pause gemacht. Ich habe mal auf die Uhr geschaut. Ich habe jetzt bis hierher mit den Filmen ungefähr 1,5 Stunden gebraucht. Und jetzt noch Riegel gegessen, ein bisschen was getrunken. Und jetzt gibt es dann auch eine Überschreitung. Wenn man nach Norden schaut, ja, schaut schon recht easy aus. Also schaue ich, dass ich wegkomme. So, und dazu geht es direkt vom Kreuz. Der Weg erstmal runter. Hier geht es ein bisschen steil. Und dann schlängelt sich der Weg da so am geraden Lauf lang, bis man dann zum Aufstieg zum Zinken kommt. Muss man ein bisschen aufpassen, das ist recht bröselig hier. Und da geht es also runter. Wechsel. Und wieder Handwechsel. Und nur ums Eck. Und dann geht es hier weiter. Ich finde, der Weg hat schon immer so ein bisschen alpinen Charakter. Wenn man sich mal so die Felsnadeln anschaut und das Ausgesetztsein, ist schon ein schöner Weg. Das heißt, der gefällt mir außerordentlich gut. Ja, weiter geht's. So, bin froh, dass das Wetter noch so gut hält. Kommt sogar die Sonne raus, das freut mich sehr. Jetzt bin ich an der Stelle, wo ich auf der Karte erzählt habe, dass da so ein kleines Loch kommt, wo man durchkriechen kann. Das sieht man jetzt genau hier hinter mir. Da kann man also durchkriechen. Soll ich mir ins Auge gelangt? Na.
da kann man durch, sich durchquetschen. Oder man kann, wenn ihr aber sieht, den Chicken Way laufen, sprich außenrum. Und natürlich gehen wir mitten durch. So, jetzt schaue ich mal, ob das mit der Kamera gut geht. Wie man sieht, ist das doch recht eng. Oh, probieren wir es mal. Das heißt, man muss da erstmal ein Stückchen hoch. Und dann kann man sich da irgendwie durchquetschen. Zum Glück haben sich da schon relativ viele durchgequetscht, sodass der Fels keine scharfen Kanten mehr hat, sondern, wie man vielleicht hier sieht, schön rund und glasig. Das ist in dem Fall ganz gut. Weiter geht's. Tatsächlich mit der Kamera gar nicht so einfach. Aber jetzt haben wir es geschafft. Puh. So, da geht's weiter. Und da ist schon der Einstieg zum Sinken. Und hier beginnt der Steig zum Sinken. So, und das ist der Zinken bei Sonnenschein. So, tatsächlich bin ich ja nicht der Einzige, der auf die Idee gekommen ist, die Tour zu machen. Es sind gerade noch mal zwei, glaube ich, auf den Sorgschrof und machen sich jetzt auch an die Gratwanderung. Und ich mache mich jetzt auf den Rückweg. Das heißt, ich packe jetzt kurz die Kamera ein, gehe das kurze Stück am Drahtseil wieder runter und dann geht es auf den weiteren schönen Weg. Und zwar zieht sich der links von den Felsen immer schön entlang, bis man dann da hinten auf dieses Grasstück kommt und dann geht es dann einfach links runter. So, das kurze Stahlseilstück bin ich jetzt runter und jetzt geht es weiter in diese Richtung bergab. Und so schaut der Weg aus.
Ja, früher war das ein sehr schöner, schattiger Weg. Überall Bäume, so wie hier. Aber die ganzen Herbststürme oder Winterstürme haben auch hier ganz schön zugesetzt. Und der nächste Baum. Ja, auch nicht die kleinsten Bäume, die es hier umgenommen hat. Und ratet mal, genau, der nächste Baum. Jetzt war ich leider etwas zu langsam oder zu laut. Auf jeden Fall, hier sind gerade zwei Gämsle runter. Das ist schon beeindruckend, wie fit die in den Bergen sind, wie die klettern können. Die Gämsle sind, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, von dem Vorsprung hier, einfach runtergesprungen auf den Boden. Ja, das sind locker 2,5 bis 3 Meter. So, das war's jetzt mit dem Gratverlauf. Der Weg ist jetzt zu Ende. Hoffentlich auch der Sturmwurf, zumindest vorerst. Jetzt geht es da runter auf das Wiesenstück, was ich auf der Karte gezeigt habe. Da werde ich jetzt nicht filmen. Da werde ich einfach schauen, dass die Züge runterkommen. Und weit unten geht es dann wieder durch den Wald. Und dann schauen wir mal, wie es da mit den Sturmschäden ausschaut. Also bis gleich. Das kleine Gipfele ist übrigens der Einstein. So, das Wiesenstück habe ich jetzt hinter mir. Hier brennt die Sonne auch brutal runter. Aber das ging jetzt relativ zügig. Das geht einfach bis runter. Der Weg schlängelt sich schön runter. Und jetzt geht es wieder hinein in den Wald. Natürlich war hier wieder noch ein bisschen Sturmwurf, das heißt noch mal ein bisschen über die Bäume kraxeln war angesagt. Jetzt geht es den Weg noch weiter. Da unten sieht man schon die Zerrerhöfe, das heißt, das ist nicht mehr weit. Jetzt folge ich den Weg noch bis zum Bach und dann haben wir es quasi gleich geschafft. So, hier ist also das kleine Bächchen. Das heißt, ich bin jetzt gleich an Zerrerhöfen. Das heißt, ich habe jetzt die Überschreitung gleich geschafft. Wir haben es jetzt ziemlich genau 10 Uhr. Das heißt, ich habe jetzt insgesamt mit den Filmen von dem Begrüßungsteil, das war kurz hinterm Parkplatz, Viertelstunde vielleicht, grob 3 Stunden gebraucht. Das, was ich ja anfangs ungefähr gemeint habe. Kurz zu dem Bach. Sollte eigentlich gutes Trinkwasser sein, da direkt aus dem Berg. Das heißt, kurz über mir ist die Quelle. Sie ist auch eingefasst. Wo ich hier das erste Mal war, wollte ich weiter unten tatsächlich meine Flasche nochmal auffüllen. Habe aus irgendeinem Grund noch gewartet und bin dann weiter hoch. Und tatsächlich habe ich dann genau an der Stelle, wo ich jetzt bin, lag dann toter Fuchs im Wasser. Das heißt, hätte ich mir unten das Wasser geholt und dann ordentlich getrunken, hätte ich mir wahrscheinlich ziemlich den Magen verdorben. Das heißt, selbst bei einer Quelle direkt aus dem Berg
sollte man, was das Trinkwasser angeht, immer ein bisschen vorsichtig sein. Am besten ist immer so weit wie möglich berg hochsteigen, bis man direkt an der Quelle ist. Da muss ich wieder hin. So, an den Zerdehöfen angekommen. War es das jetzt fast mit der Tour. Ich muss bloß noch, wie angeschrieben, ja, eine halbe Stunde zurück nach Unterjoch zum Auto. Da werde ich dann gemütlich laufen. Ich glaube, da lasse ich die Kamera einfach nicht mehr laufen. Es ist bloß noch eine normale geteerte Straße. Ja, das war die Überschreitung vom Sorgschrofen zum Zinken. Eine schöne Wanderung mit einem Grat, der leicht ausgesetzt ist. Das heißt, für jemanden, der schon mal ein bisschen alpine Erfahrung sammeln konnte, ist es vielleicht, wenn derjenige in der Region ist, ein schönes Ziel. Die Tour dauert ja, zwischen 3 und 5 Stunden, je nachdem, wie lange man sich Zeit lässt und wie lange man die Wurzelt macht. Das heißt, man kann sie auch mal nachmittags mal schnell mit einschieben, wenn man vormittags keine Zeit hat. Und ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr hattet Spaß und ihr begleitet mich auf meinen weiteren Touren und ja, vielleicht sieht man sich mal am Berg. Also macht es gut. Servus.